Auf unserer Jubiläumsfeier bietet die Gesellschaft für biologische Krebsabwehr Ihnen eine kleine Flusskreuzfahrt an. Eine umweltfreundliche und fantasievolle. Und ich möchte Sie jetzt dazu einladen, ganz entspannt sich dem Fluss des Lebens anzuvertrauen. So als würden Sie verreisen. Der ökologische Treibstoff Ihrer Reise ist übrigens Ihre Vorstellungskraft. Und Sie bewegen sich auf eine Art und Weise, die Ihnen alle Freiheiten lässt und keine Corona-Beschränkung kennt und keine Grenzen. Die innere Freiheit kann uns niemand nehmen. Machen Sie eine Traumreise, selbstwirksam, mit der Kraft Ihrer eigenen positiven Gefühle und Gedanken. Ich brauche jetzt eine Folie, bitte. Alles fließt. Nichts bleibt, wie es war. Etwas in uns weiß, dass auch unser Leben fließt, in seiner eigenen Weise. Auf dieser Traumreise können Sie tief entspannen und Ihre innere Kraft und Weisheit aktivieren. Das Thema oder Ziel Ihrer Reise bestimmen Sie ganz allein. Was möchten Sie heute erleben? Die Folie 2, bitte. Sie können jetzt Ihr Wunschziel wählen, wie zum Beispiel Freude, Selbstliebe, Vertrauen, Heilung, Entspannung. Vieles mehr, Abenteuer oder irgendetwas anderes, was Ihnen jetzt spontan einfällt, und trauen Sie sich. Vertrauen Sie Ihrer Wahl, denn die wird gut und stimmig sein. Sind Sie reisefertig? Während der Traumreise möchte ich Sie duzen, weil das Unterbewusstsein besser auf das Du anspricht. Hast du dein Wunsch, dein Ziel vor Augen? Wenn nicht, gäbe es noch die Möglichkeit, dir eine entspannende kleine Reise vorzustellen, eine angenehme Erfahrung. Gib mir bitte ein Ja und dann legen wir los. Wir legen los, ganz im Sinne der Überlebenskunst. Ein bisschen Pilim-Pilim muss ich machen. Das ist auch für Ungeübte eine gute Anleitung mit dem Ziel, dass du dich sicher fühlst, in tiefe Entspannung zu gehen und dabei festzustellen, dass du immer deine Kontrolle behältst. Wann immer und wo immer. Eine gesunde, gute Kontrolle, auch wenn du dich gleichzeitig fließen lässt, wohlfühlst, entspannst und dir neue Möglichkeiten eroberst. Mach es dir zu Hause bequem auf deinem Stuhl oder deinem Sessel. Du kannst einfach so sitzen bleiben, deine Augen offen behalten oder schließen. Je nachdem, wie es sich für dich anfühlt, du bist ganz bei dir und du fühlst deine Füße auf dem Boden. Und du beobachtest im Moment bei dir eine gute, gesunde, entspannte Kontrolle. Du bist ganz bei dir. Und du weißt genau, wo du bist, wer du bist und wie du bist. Stimmt's? In einer positiven, tiefen Entspannung bist du aufmerksam für dich, achtsam, sehr bewusst, sehr bei dir. Du spürst Achtsamkeit. Sehr schön.
Und du verstärkst jetzt diese Achtsamkeit, indem du deinen Atem beobachtest, ohne ihn zu beeinflussen. Du spürst dich atmen. Du atmest ruhig ein und aus. Atmest achtsam. Spürst achtsam jede Regung deines Körpers. Spürst, du fühlst dich immer wohler und wohler. Aufmerksam in dir selbst. Ich möchte dein Unterbewusstsein nun anleiten, dass es dich noch optimaler unterstützt und du dadurch dein Reiseziel noch schneller erreichen kannst. Stell dir einmal vor, das ganze Leben ist ein langer, schöner Fluss. Ein Fluss mit geraden Strecken, aber auch mit Kurven und Windungen. Ein Fluss mit breiten, zügigen, fließenden Stellen, aber auch mit schmaleren Stellen und vielleicht der einen oder anderen Sandbank. Stell dir vor, du sitzt gemütlich in einem Boot und fährst diesen Fluss entlang. Stell dir vor, du sitzt jetzt hier in diesem Boot und genießt einfach die Fahrt. Du brauchst nichts zu tun. Das Boot fährt wie von selbst, angetrieben von der Strömung und gesteuert von deinem Unterbewusstsein. Wie ein unsichtbarer Steuermann sorgt dein Unterbewusstsein dafür, dass dein Boot Kurs hält. Die Zeit vergeht in ruhigem Fluss. Dein Rücken fühlt sich selbstbewusst, deine Atmung frei. Wunderschön die Küste, an der dein Boot entlang gleitet, sanfte Hügel, verwunschene Wege, besonnene Hochebenen und schattige Täler. Liebliche Auen, das Wasser herrlich, es glitzert im Sonnenlicht und du wie in Trance. Schaue nun bitte entspannt in die Ferne und betrachte in Ruhe die Farben, die Formen, das Licht, Schatten, Umrisse, den Himmel, die Wolken. Dein Unterbewusstsein lenkt dein Boot mit wacher Aufmerksamkeit und tiefer innerer Ruhe. Deine Augen möchten sich schließen. Von den Ufern links und rechts nimmst du im Vorbeifahren die Geräusche wahr, das Plätschern des Wassers, Wasser, wenn es das Land berührt, Vogelgezwitscher, Stimmen, Lachen, Musik, das feine Rauschen des Windes, deinen eigenen Atem, die Stille. Du bist ganz Ohr. Nimm nun aufmerksam wahr, was es zu riechen gibt, der Geruch
von warmen Holzplanken deines Bootes, der Geruch von Wasser, von warmer Sonne auf deiner Haut, von Erde, Gras, würzige Kräuter, du bist ganz Nase. Und nun schmeck mal Pikantes, Salziges, ein Hauch von Meersalz sogar am Fluss. Alle Konzentration liegt in deiner Zunge. Spüre den sicheren Boden unter deinen Füßen. Spüre den Boden des Bootes. Spüre das Schaukeln von leichten Wellen, wohltuende Bewegung, den sanften Fahrtwind, die Luft auf deinen Wangen, die wärmende Sonne auf deinem Gesicht, das Heben deiner Brust beim Einatmen und Senken beim Ausatmen. Du bist ganz in deinem Körpergefühl. Angenehme Trance breitet sich in dir aus. Sinken und schweben. Ganz hier, ganz jetzt. Frei. Sinken und schweben. Nachgeben, nachlassen. Tiefe Ruhe, Weite, Überblick, Übersicht, Einblick, Einsicht, mehr und mehr, verbunden mit der tiefen Intuition, in dir sinken und schweben. Während du die entspannte Reise genießt, ist dein innerer Steuermann hellwach. Wie aus weiter Ferne näherst du dich deinem Thema neu, anders, mit frischem Gespür, mit neuem Blick, angereichert, handlungsfähig, handlungsmächtig, selbstwirksam. Du fühlst dich wirklich und wahrhaftig als Steuermann oder Steuerfrau auf dem Fluss deines Lebens. Was verspürst du noch im Moment? Beobachte neugierig und wertfrei. Ein Lächeln zieht auf. Du betrachtest dein Thema mit einem Lächeln. Schmunzeln. Deine Mundwinkel ziehen sich hoch. Das Lächeln erfüllt deinen ganzen Körper. Du atmest tief durch. Du genießt die neue Sicht auf die Dinge, träumst und fährst weiter auf dem Fluss deines Lebens. Stell dir vor, wie dein Boot immer mehr in die optimale Position kommt. Fühle, wie es immer leichter und unbeschwerter dahin gleitet. Dein Boot hat nun den besten Kurs eingeschlagen und befindet sich optimal in der Strömung deiner inneren Mitte.
Das heißt, dein Unterbewusstsein steuert genau auf deine Ziele zu. Und nutzt die Strömung des Lebens, die ihm Energie gibt, um voranzukommen. Du empfindest eine starke innere Kraft und auf einmal spürst du, das Leben ist schön. Lehn dich zurück und genieße die Fahrt, während ich eine Weile schweige. Die Trance klingt aus, du kehrst frisch und munter zurück von deiner Traumreise auf dem Fluss des Lebens. Lass die Augen noch geschlossen, schenke dir genussvoll tiefe Atemzüge, spüre deinen vitalen Körper, bringe deine Aufmerksamkeit nun zur Gegenwart zurück, indem du genussvoll deinen ganzen Körper regelst und streckst und dann behutsam deine Augen öffnest. Liebe Traumreisenden, herzlich willkommen zurück auf unserer Jubiläumsfeier. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Ich hoffe, die Reise mit der GfBK hat Ihnen gefallen und ich wünsche Ihnen, dass Sie viele Anregungen davon mitnehmen können in Ihren Alltag. Wir drei von der Beratungsstelle sagen Tschüss, danke für das Mitmachen, schön, dass Sie da waren. Ich warte jetzt auf die anderen beiden von den dreien. Oh, mit Sekt. Und wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ja, genau. Darf ich dir ein Glas abnehmen? Ja. Vielleicht hier hinter. Danke. Genau. Willst du das darauf tun? Ja. So, dann prosten wir allen nochmal zu. Prost. Oh.